Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Was wir in der heutigen Folge machen werden, ist, ja, wir werden einfach einen ganz normalen Bartschangriff machen, da mir noch 300k fehlen, damit ich meinen zweiten Bohrer auf 5 machen kann. Und bevor wir jetzt anfangen, wollte ich euch fragen, was ihr machen würdet, denn ich werde alt. Was würdet ihr machen, denn ich bin jetzt schon sehr weit zurück mit meinen Mauern. Die müsste ich noch alle auf 8 bringen. Also würdet ihr, also ich hätte das jetzt so vor, dass ich jetzt keine Verteidigungsanlagen mehr verbessere, sondern nur noch die Mauern. Also soll ich das machen oder nicht? Bitte, also ihr könnt es mir ja raten. Also schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ja, was können wir jetzt machen? Also ich kann euch sagen, den Clankrieg haben wir verschissen. Aber sowas von. Weil nicht alle den Angriff genutzt haben, ja. Benutzt haben. Genutzt. Benutzt. Ein 80-jähriger Opa. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch kicken soll oder nicht, denn ja, das war es jetzt das letzte Mal. Wenn ihr im nächsten CW nicht angreift, dann werdet ihr gekickt, denn es war jetzt der erste und ja, einfach angreifen. Ist egal, wie viel wir zurückliegen. Wegen, wenn alle angreifen, dann kommt man ja näher ran. Guck mal, 10 Angriffe hatten wir jetzt nicht. Sagen wir, alle hätten circa 2 Sterne geholt. Hätten 20 Sterne mehr. 32 Sterne zu 26. Und wir hätten gewonnen. Ja. Aber das ist leider nicht so passiert. Ja, ich würde mal sagen, ich greife dann jetzt einen an. Und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Bis gleich. Ich würde mal sagen, wir greifen diese halbe What the Fuck Base an. Ist zwar nicht viel Loot, aber ich kann damit leben, da die Truppen ja kostengünstig sind. Dann machen wir erstmal hier die Außengebäude kaputt. Ich mag diese Taktik Bartsch, die ist günstig. Man kann oft angreifen und relativ erfolgreich bei solchen Gegnern, wo der Loot in den Minen und Sammlern ist. Kann ich nur empfehlen. Aber so, wenn man so die nur auf 4 oder 3 hat, dann lohnen die sich natürlich nicht. Wenn man so eine Taktik macht, dann würde ich eher so mit. Was auch eine gute Taktik ist, mit Riesen, Goblins. Da schicken wir alle auf einen Haufen los, was man eigentlich machen sollte. Was eine gute Taktik ist, ist Riesen, Goblins, Bogenschützen, Barbaren und Heiler. Das kann ich nur empfehlen. Hier ist noch eine Mine und die wollen wir auch noch bekommen. Ja, komm bitte noch ein bisschen Elixier. Nur ein bisschen, nur ein bisschen, ganz bisschen. Ach ja, ich habe ja jetzt eine Facebook-Seite gegründet. Guckt in die Beschreibung, da ist der Link. Der Link für die Facebook-Seite. Falls ihr Bock habt, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann für die heutige Folge. Diesmal wieder kurz geworden, da ich, ja. Ich weiß, was ich machen sollte. Aber falls ihr Ideenvorschläge habt, ihr könnt es ja dann in die Kommentare schreiben. Ich beziehe euch ja mit in den Kanal ein. Auch. Ach ja, und nochmal danke für 50 Abonnenten. Ja, es ist geil, dass ich 50, also dass wir 50 geschafft haben. Das ist echt. Dankeschön. Ja, das war's dann für die heutige Folge. Ciao.